Sprecher, Freunde, und herzlich willkommen in Berlin. Heute ist bereits Samstag früh. Ich bin soweit fertig gemacht, um mit den Kingsianern jetzt dann auch demnächst frühstücken zu gehen. Ich habe leider gestern komplett verpasst, irgendwas zu filmen. Es war eine sehr angenehme Anreise. Es ging nicht schief. Ich habe meinen Umsteiger in Leipzig bekommen und alles ist soweit super. Wie ihr schon von den anderen Hugendubel-Videos kennt, ist hier natürlich so ein Werbungskennzeichnung enthalten, weil es sich ja hier um eine Kooperation handelt mit Hugendubel. Dank Hugendubel sind die Kingsianer ja jetzt im Grunde auf ihrem zweiten Tourtermin in Berlin und es war gestern ein sehr, sehr schöner Tag. Es war ein sehr heißer Tag, der mit einem Essen bei Peter Payne begonnen hat. Und dann wurde uns die Hugendubel-Filiale hier in Steglitz gezeigt, wo auch unser Hotel ist. Und dann war ich shoppen bei Primark und bei Lush und ich habe bei Rituals etwas gedüftelt, wo ich, glaube ich, dann heute so ein bisschen zuschlagen werde. Bei Primark habe ich vornehmlich so ein bisschen Harry Potter Merch gekauft, den ich euch, denke ich, bestimmt wahrscheinlich irgendwie schon mal auf Instagram gezeigt habe, zeigen werde, wie auch immer, wie man das jetzt sehen möchte. Und abends waren wir dann bei einem leckeren Italiener und das Alsterwasser war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Und die Betten, muss ich ehrlich sagen, sind nicht so ganz meins. Sie sind sehr, sehr weich. Es gibt sehr knautschige Kissen, die gefühlt überhaupt gar nicht irgendwas für den Kopf tun. Und ich habe mich jetzt soweit fertig gemacht. Die Dusche, alles soweit. Das Bad auch sehr, sehr schön. Ich denke, ich zeige euch dann auch einfach nochmal so ein bisschen das Zimmer. Ich glänze jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen extrem, weil ich noch nicht das komplette Make-up sozusagen, also komplette Make-up, drauf habe und noch so ein bisschen eine Augencreme eingearbeitet habe. Aber das wird ja jetzt auch nicht das Problem sein. Wir haben heute am Samstagmorgen auf jeden Fall Sonnenschein und auch blauen Himmel. Die langarmige Strickjacke ist nur so ein bisschen für den jawohligen Moment sozusagen. Und ich denke, ich werde euch jetzt einfach mal das Zimmer zeigen und euch so durch den Tag ein bisschen mitnehmen und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Vlog und hoffe, ihr habt ein bisschen. Wir starten hier einfach in der Wohnungstür. Wir hätten hier was zum Sitzen, eine Ablage, was auch immer. Hier rechts geht es im Grunde weiter. Man hat hier einen Spiegel und hier im Grunde die beiden Kleiderschränke. Wenn man sich im Grunde umdreht, ist dann hier das Bad mit einer Glastür. Ich finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Das Bad ist aber dann schon natürlich ein bisschen eingerichtet. Relativ groß, sehr großzügig und das finde ich tatsächlich, also ich selbst habe auch ein angenehm großes Bad. Und hier eine schöne Dusche, die gestern Nacht sehr, sehr warm war. Als es mich doch etwas fror, konnte die mich gut beheizen sozusagen. Und dann kommen wir jetzt ins Schlafzimmer, was ich finde auch richtig eine schöne Größe hat. Einmal der Koffer, das noch etwas ungemachte Bett. Man kann sich hier hinten so ein bisschen hinsetzen, was ich ganz schön finde. Hier hat man einen Kühlschrank, eine Minibar und solche Dinge, aber das benutze ich nicht. Einen Fernseher, den ich auch nicht benutze. Was dagegen sehr nervig heute Nacht war, ist die Uhrenanzeige, die total blau geleuchtet hat und das Zimmer im Grunde unglaublich hell gemacht hat. Und dann hat man hier noch so einen Schreibtisch und der Teewicht ist im Grunde auch dabei. Und nochmal mit einem großen Spiegel. Und man hat auch eine Klima, beziehungsweise ich habe mir die dann auch ausgeschaltet, weil mir war das einfach viel, viel zu kalt. Es wirkt natürlich so von den Farben schon ein bisschen, retro würde man wahrscheinlich sagen. Also auch gerade was so Teppich in Hotels und so angeht. Das finde ich persönlich nicht immer ganz so angenehm, aber und hier kommen diese knautschigen Kissen, die gefühlt nichts für den Hals-Nackenbereich machen beim Schlafen, was ich sehr unbequem fand. Und ich habe mir ja gestern, wer es vielleicht auf Instagram gesehen hat, auch im Zug die Myself gekauft. Jetzt keine Zeitschrift, die ich mir regelmäßig bis gar nicht kaufe. Aber es war eben eine Handcreme enthalten von Rituals. Und dies ist The Ritual of Karma. Das war sonst, glaube ich, immer eine Sommer-Edition. Und jetzt ist es im Grunde auch so ein bisschen eine Lichtschutzfaktor-Edition. Und diese Handcreme war so der Hammer, dass ich gestern bei Rituals auch nochmal dran geschnuppert habe und wahrscheinlich auch noch was aus dieser Reihe kaufen werde. Und ja, das war es jetzt soweit von mir. Ich werde euch auch noch so ein bisschen durch den Rest des Hotels mitnehmen. Und das schauen wir uns also noch so ein bisschen an. Und natürlich auch Berlin. Wer sich jetzt für den Ausblick interessiert,
da war der definitiv in Frankfurt schöner, weil man natürlich ja, so ein bisschen was gesehen hat und nicht auf den Hinterhof geguckt hat. Aber ja, Gott, kann man nichts ändern. Es war relativ ruhig und das fand ich tatsächlich auch noch ein bisschen wichtig. Und so konnte ich doch einigermaßen gut schlafen. Ein mega leckeres Frühstücksbuffet. Schönes Obst, Tomaten, Gurken. Hier drunter befindet sich noch Lachs, Käse, zwei Brötchen, ein Grapefruitsaft. Und hier das Frühstück der lieben Paddy. Die dann natürlich auch Kaffee hier bekommt. Und ich finde hier den Raum tatsächlich sehr schön gestaltet, sehr gemütlich. Und ja, da warten wir jetzt dann auf die anderen.
Natürlich möchte ich euch ja, meine Neuzugänge aus dem Langer Blomquist nicht vorenthalten. Leider habe ich aber Samstag auf Sonntag nicht viel Zeit im Hotel verbracht, sodass ich euch das nicht mehr im Hotel zeigen konnte und mache das jetzt sozusagen im heimischen Bett. Ja, ich habe mir als erstes mitgenommen von Tages Würger, der Club, der um einiges reduziert war, ich glaube knapp die Hälfte gekostet hat. Und das soll eine schwarze Geschichte sein und sehr zart und liebevoll erzählt. Und ich bin mega gespannt. Das war eine Empfehlung von der lieben Sandra. Und das werde ich jetzt auch ganz bald ja, mit ein paar lieben Menschen gemeinsam lesen, die das sich auch gekauft haben oder beziehungsweise auch schon hatten. Dann ist bei mir von Tolkien eingezogen König Arthurs Untergang, herausgegeben von Christopher Tolkien, sein Sohn. Tatsächlich ein Tolkien, der mir irgendwie entgangen ist in dieser neuen Ausgabe. Ich bin jetzt halt auch nicht der größte Fan von Arthur, also von der Arthur-Saga, aber ich möchte das auf jeden Fall auf Tolkien'sche Art so ein bisschen lesen. Und es sah von innen auch einfach super schön aus und bin da sehr gespannt. Sehr oft empfohlen wurde mir Geständnisse von Kanai Minato, ein Buch, das wohl schon sehr subtil unter die Haut geht und ja, wo ich immer so bekomme, das ist ein geiles Buch, aber ich sehr gespannt bin. Also es ist echt ein Buch, was mich sehr reizt, ja, und ich einfach neugierig bin und ich da auch gar nicht ja, so lange warten möchte. Hat, glaube ich, nur die Hälfte gekostet von 17 Euro, glaube ich, auch auf 8 oder 9 reduziert. Natürlich kann man jetzt sagen, gebraucht hätte man es vielleicht günstiger bekommen, aber es sind halt hier alles Menge Exemplare, die hier den Stempel haben. Das heißt, theoretisch hat das halt auch noch keiner in den Händen gehabt. Und besonders irre habe ich mich gefreut über den zweiten Teil von These Broken Stars, Jubilee und Flynn von Amy Kaufman und Megan Spooner. Den ersten Teil fand ich ja wirklich sehr, sehr gelungen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich dann nicht weitergelesen habe. Und das Hardcover war von 20 Euro jetzt auf 5 Euro, ja, im Grunde reduziert. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Es gab auch noch ein, zweimal den dritten Teil mit diesen, ja, etwas merkwürdigen Typen vorne drauf. Ich glaube, man sieht die Cover hier nicht drin. Das haben sich aber zwei, drei Leute unter den Nagel gerissen und so ist bei mir jetzt der zweite für 5 Euro eingezogen. Und wenn ich mal wieder Lust auf Jugend-Sci-Fi habe, dann denke ich, werde ich dazu greifen. Und das ist meine Ausbeute. Ich habe, glaube ich, für alle 4 Bücher so ein bisschen was um die 30 Euro gezahlt, was ich tatsächlich ganz okay finde. Und ja, ich mich jetzt im Grunde einfach auch bei diesen Büchern an Berlin erinnern werde. Und ja, ich habe mich gefreut in diesem Langer Blomquist, kann ich absolut empfehlen, war glaube ich schon das zweite oder dritte Mal, dass ich in so einem Laden war. Ich glaube das zweite Mal in Berlin, ich glaube ich war auch schon mal in München, wenn ich mich nicht täusche, in so einem Laden. Ja, kann ich empfehlen, guckt da auf jeden Fall mal rein in den Laden, wenn ihr den erwischt. Ich habe ja auch ein paar Ausschnitte mitgefilmt und ja, das war meine Ausbeute und das Kingsianer-Wochenende in Berlin ging viel zu schnell vorüber. Es gab tolle Aktionen, viele liebe Menschen habe ich getroffen und das macht für mich einfach das Leben lebenswert. Die Gespräche, der Austausch, einfach das Genießen in einer Stadt zu sein. Und dabei ist es total egal, in welcher Stadt man ist. Mit Freunden fühlt man sich überall wie zu Hause und das habe ich in Berlin einfach wieder gemerkt, wie toll es ist, wenn aus ja, Fremden Freunde werden und am Ende vielleicht sogar 4 Kingsianer dabei herauskommen. Vielen Dank natürlich an Hugendubel für dieses wunderschöne Wochenende, für das tolle Kingtet, das ihr bei Thorsten euch komplett ansehen oder auch anhören könnt, wie ihr möchtet. Und ich danke allen Beteiligten für dieses geile Wochenende und denke mit ja, ganz wunderbaren Erinnerungen daran zurück.